Hey und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns heute wieder auf dem Tube World Server. Und Leute, ihr habt so viel verpasst in der Zeit, wo ihr nicht da wart. Ich habe so viel gebaut jetzt innerhalb dieser zwei Folgen. Wirklich, es ist einfach... Ich habe hier alles komplett geterraformt jetzt. Hier den Berg werde ich so lassen. Ich habe da schon so viele Pläne jetzt. Und hier unten habe ich ein bisschen ausgehoben. Hier haben wir jetzt so eine kleine Farm, Weizenfarm. Die ist noch nicht ganz voll mit den Feldern, weil ich noch nicht genug Seeds habe. Hier sind ein paar viele Hühner für Eier, damit ich genug Eier habe für eine automatische Hühnerfarm. Und hier, ihr seht es, Leute, ihr glaubt nicht, wie lange ich gebraucht habe, um diese ganzen Tiere mit einer Leine auf diese Scheißberge zu bringen. Wisst ihr, die waren da unten. Alle da hinten, irgendwo in diesem Tal da hinten, da waren all diese Tiere. Und ich habe die wirklich mit einer Leine hierher gezerrt und auf diesen Berg gebracht. Auf Höhe 147. Und wirklich, es war so eine Arbeit. Naja, jetzt haben wir hier allerlei von Tieren. Nur noch nicht genug Futter, um sie zu vermehren. Ihr seht schon, so viele Schafe. Ihr fragt euch wahrscheinlich, hä? Wozu brauchst du so viele Schafe? Und zwar habe ich schon so einen kleinen Plan, was ich machen will mit ein bisschen viel Wolle. Ja, es ist auch in der Stadt, die drüben gebaut haben, so viel passiert. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch hier ganz viele verzauberte Sachen. Will mir jetzt auch bald selber einen 30er Enchanter machen und alles. Ich wollte euch nochmal fragen, wie hat euch das mit der Kamerarundfahrt vom letzten Mal gefallen? Wirklich gerne mal Meinungen äußern in den Kommentaren, weil ich würde sowas gerne öfter machen, wenn ich einfach so ein bisschen baue, dass ich euch dann am Ende so eine Kamerarundfahrt zusammenschneide, damit ihr schließlich auch was zu sehen habt, wie ich baue und immer up to date seid. Da, dass das zum Beispiel von Quake komme. Ich weiß noch nicht ganz, was das werden soll, aber okay. Das hier ist in der Innenstadt. Die haben sich nämlich hier so eine kleine Stadt gebaut. Hier zum Beispiel wurde so eine Brücke von Black Eagle gebaut. Finde ich ganz hübsch. Geht auch voll klar. Und ihr könnt gerne mal jetzt in kommender Zeit, vielleicht ist jetzt in diesem Video auch schon ein Link, der erste Link unten in der Beschreibung vielleicht, ich weiß es nicht genau. Da wird wahrscheinlich ein Twitch-Link sein. Ich bin jetzt, oder werde jetzt Twitch-Streamer, werde, wenn ich in meiner Freizeit hier spiele, auf Twitch immer live sein. Könnt ihr gerne mal reingucken, vorbeischauen, was auch immer. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, dass ich da schon mal so eine Grundzuschauerbase habe. Ja, hier, ich weiß nicht, ob alle das mitbekommen haben, hier habe ich so eine kleine Bahn gebaut. Die führt von dem Spawn, der ist da hinten, einmal straight zu mir durch. So, da sind wir dann auch zu Hause angekommen. Nach der zweiminütigen langen Fahrt mit der Bahn. Und zwar, ich hatte in den letzten paar Tagen, ich glaube, ein bisschen rumgetrollt, ein bisschen Scheiße gemacht. Und ich würde euch die Clips einfach mal jetzt reinschneiden. Und ich hoffe, euch gefällt's. Schreibt mir das gerne mal, ob ich mal öfter so jemanden so ein bisschen trollen soll, abfacken soll, was auch immer. Ich fand's lustig. Ich würde sagen, viel Spaß. Ein Enderman ist auf irgendwas aggressiv. Ich weiß nur noch nicht auf was. Auf Dave! Dave wird vom Enderman gekillt. Dave dreht wieder durch. Dave wird vom Enderman gekillt. Aber cringe, oh mein Gott. Er hat den absoluten Todeshit bekommen. Ich auch. Ey, ich glaube, die spielen einen Plan. Die laufen gegen mich, alle beide. Ich auch. Rasier die einfach. Auch oh, mit Gillette. Nee, Sneak und dabei schlagen. Dann so mit Gillette. Verpackt. Genau, das kann man nicht wegmachen. Kann man nichts machen, ne? Muss Betzke zu jeder Base fliegen. Das machen und gleich ist auf dem Server getan, auch nie. Junge, was ist ein einsamer Tod macht Lava fallen? Das ist Lama, das musst du wissen. Jetzt gehen die beide auf mich! Das ist ein Minecraft Creeper. Aua. Kann man nicht sagen. Nee. Ja. So, Punkt Nummer 1. Darf ich dein Grundstück auch verteilen? Ja, Lama. Wie bitte? Ob ich dein Grundstück auch verteidigen darf. Du darfst ein Haussklave sein, wenn du willst. Nee, ich würde dann dein Grundstück verteidigen und dich töten. Verneige dich erstmal von mir. Verneige dich von mir. Ich glaube, er will, dass du sneaks. Ohne Hex kriegst du mich nicht tot. Gib mir mal 1,5-6 Half-Slaps.
Ernsthaft? Das ist doch hier Farmgebiet, oder? Dave? Also, das ist doch hier erlaubt, oder? Das ist okay, ja alles natürlich gespawnt. Wo? Dave, du bekommst einen Diamanten, wenn du mir zeigst, wo er wohnt. Hey, da kommt man sogar ganz easy hin. Gib mir zwei Eisen und ich sag dir, wo der wohnt. Ja, erst zeigst du mir, sonst verarschst du mich. Was? Na, wo er wohnt. Ey, aber Grief ist unfair. Vor allem, ich hab noch nicht mein Haus, du kannst eh nichts griefen. Wir bauen jetzt ein Zuckerrohrfeld. Tschüss. Also. Guck mal, Dave, ich baue hier jetzt ein Zuckerrohrfeld. So ein Leinmann. Also, lass die mal pranken. Mal so ein Stück von seinem Block abbauen. Genau. Andreas? Aber nicht weit runter. Ja, so dass er ein bisschen Falldamage bekommt. Und hoffentlich stirbt. Wie tief ist das Loch? Oha. So tief, dass es stirbt. Da oben ist sie. Da oben ist er. Der muss rauskommen. Ich glaub, ich weiß nicht, ob der das Loch sieht. Das ist mal schreiben, komm mal raus. Wir müssen da gucken, dass wir Blöcke setzen, dass er reinfällt. Weißt du, ich meine, dass wir da so einen Block hinsetzen. So Trick 360 mäßig. Das ist raus. Nein, er geht nicht. Soll ich mich mal vor die Tür? Ah. Er kommt gleich locker raus. Soll ich mich mal hier so hinstellen, dass er rauskommen muss? Und dann boxt ihn wieder. Nein, nein, nein. Warte, ich will das Stream schauen. Nein. Geht mir schon so auf die Nerven, er baut hier einfach alles ab. Er baut so ein Loch hier. Das ist so unlustig. Wir müssen einfach sein scheiß Haus. Ja, das werden wir gleich verstehen. Oh.